Herzlich willkommen zu einer bestimmt ganz spannenden Begegnung mit Frau Dr. Ruth Pfau im Büro der DAW, der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe in Münster. 1989, liebe Frau Pfau, sind wir gemeinsam durch Pakistan gereist, mit der Kamera im Gepäck von Karachi bis an den Fuß des Himalaya. Wir waren am Khyberpass und in Islamabad. Das sind alles Bilder, die uns heute noch begleiten. Wir möchten nun mehr von Ihnen wissen, über das, was Sie in Pakistan, über den Aufbau einer nachhaltigen Lepra- und Tuberkulosearbeit hinausgehend bewegen und bewirken konnten, über die Zukunft des Programms dort, in welche Richtung sich die Ausbildung der einheimischen Assistenten verändert hat, welche Sorgen Ihnen inzwischen das Ordensleben bereitet und wie Sie den Spagat zwischen dort und hier erleben. So bin ich gespannt darauf, mehr von Ihren Erfahrungen und deren Bewertungen zu erfahren. Frau Pfau, warum war es die richtige Entscheidung für Sie, nach Pakistan zu gehen und nun auch dort zu bleiben? Das hat viele Ebene. Einmal war es sinnvoll. Einmal war es erfolgreich. Ja, das ist wohl das, was am leichtest Nein geht. Wir haben Lepra im Griff. Wir haben ein landesweites Projekt erfolgreich in einheimische Hände übergeben. Das läuft ohne mich. Und das ist nicht immer die Regel. Also insofern war es erfolgreich. Es war schön. Ja, ich habe also mein Leben wirklich genossen und ich habe mich auf diese Weise, wie sagt man hier, selbst verwirklichen können. Eine Erfahrung, aus der heraus Sie nun sagen, da bleibe ich, da gehe ich nicht mehr weg. Ja, also ich will nicht weg, das ist sicher. Das hat auch wieder viele Gründe. Einer ist, es wäre meinen Mitarbeitern total unverständlich. Total unverständlich. Die würden sich ewig schuldig fühlen, dass ich weggelaufen bin. Es ist einfach in Asien noch nicht Sitte. Und dann finde ich es auch unlogisch. Ich habe mein Leben lang dort gearbeitet für die. Also, dass die jetzt die Bürde meines Alters auch schultern, finde ich ganz normal. Und dann ist es auch rein finanziell. Also, wie ich mit meiner Mini-Mini-Rente hier auskommen sollte, das wüsste ich sowieso nicht. Ja, und drüben kann ich davon leben. Und Sie haben ja auch für ein neues Miteinander sorgen können. Dieses zu erhalten bedarf doch sicherlich Ihrer weiteren Präsenz in Pakistan. Also wenn ich denke, dass heutzutage ein Betriebsfest undenkbar wäre, ohne dass es nicht eröffnet würde, das ist klar, das ist überall, erst mit dem, dass jemand den Heiligen Koran liest, rezitiert, dann wird ein Christ gebeten, entweder aus der Bibel zu lesen oder ein freies Gebet zu sprechen, und dann ein Hindu aus der Gita zu rezitieren. Und dann ist das erst rund. Dann kann man erst wirklich anfangen zu feiern. Und das glaube ich nicht, dass das irgendwo sonst geht. Besonders das Letztere. Als wir das zum ersten Mal eingeführt haben, da hatte sogar ich Bauchschmerzen dabei. Aber das, ja, dass das so geht. Unser Management besteht aus einem Katholiken, einem überzeugten Muslimen und einem Buddhisten. Und die arbeiten vorzüglich zusammen. Mit Management dann. Das ist auch Christ, Hindus, Muslime und dann auch ganz wichtig beide Richtungen, also Sunniten und Schiiten. Ja, und das. Und wenn wir Pogrome haben, dann kommentiert die Gruppe nur, also wir wissen gar nicht, warum die das machen. Sie haben Frieden im Hause MIC geschaffen. Geht diese Wirkung auch darüber hinaus?
Ich habe das gerade also enorm erlebt. In Northern Area, das ist unser, also das Gebiet, wo Hindukusch und Himalaya und Karakorum sich treffen. Ja, das gehört ja zu Pakistan. Und da ist das Verhältnis zwischen Hindus und, zwischen Schiiten und Sunniten eben sehr, sehr, sehr gespannt. Also die bringen sich immer wieder um. Erst die Seite, dann als Rache jene Seite und da ist das genauso. Ja. Auch in Karachi, also das, was rund um uns oder während dieser gelegentlichen Übergriffe. Ja, also wir haben in MEC niemals Schwierigkeiten gehabt. Die wissen alles, ist ein christliches Krankenhaus. Also da glaube ich ganz sicher, dass wir wirklich Frieden gesät haben, so wie in Afghanistan. Ja, als ich da mal einen unserer Lepra-Assistenten fragte, darauf bestand, dass wir keinen Kalaschnikow in unseren Jeeps haben, da sagte einer der Lepra-Assistenten, also das stimmt, wir sind unangreifbar. Warum? Weil wir eben nicht bewaffnet sind. Ja, das hat sich rumgesprochen. Wirkt sich diese Friedensarbeit auch über Ihren eigenen Einflussbereich hinaus aus? Wie schätzen Sie die Entwicklung der letzten Jahre ein? Politisch habe ich mich, kommt drauf an, also parteipolitisch, habe ich mich immer mit dem ganzen Projekt bewusst rausgehalten, einfach deshalb, weil Lepra-Patienten, ganz egal welcher Partei sie angehören, sich eben doch willkommen fühlen müssen. Und da kann man keine Parteiabzeichen tragen. Ja. Deshalb, da sind wir raus. Insgesamt, wenn Sie mich nun natürlich fragen, wie ich in diesen 50 Jahren Pakistan als solches erlebt habe. Also insgesamt sehe ich keine Richtung, die wirklich ein dauerhaftes, friedliche Entwicklung anzeigen würde. Ja, aber wo sieht man das in unserem Teil der Welt? Da löst ein Krieg den anderen ab. Und wenn sie sich nicht außen irgendwie bekriegen, dann bekriegen sie sich innen. Und ich meine, es gibt einige positive Entwicklungen, sicher für die Frauen. Also Mädchen gehen heute doch weitgehend zur Schule. Das war anfänglich nicht so. Und die werden ja dann auch dafür sorgen, dass ihre Stimme gehört wird. Der Weg dahin ist noch weit. Um noch einmal auf Ihre ursprüngliche Patientengruppe zu sprechen zu kommen. Werden Leprakranke heute noch aus der Gesellschaft, gar aus ihren Familien ausgeschlossen? Nee, ich meine, also da haben wir ja nun wirklich massiv aufgeräumt. Ja, ich habe oft gedacht, die einzige Bevölkerungsgruppe, in der wir wirklich als Gruppe erfolgreich gewesen sind in unserer Menschenrechtsarbeit, sind die Lepra-Patienten. Also das Ausgesetztwerden, das wäre undenkbar jetzt. Das wäre undenkbar. Wie verhält sich das bei den anderen Patienten, die Sie so im Laufe der Zeit mit übernommen haben? Ich denke da etwa an die Tuberkulosekranken und die von AIDS Betroffenen. Ich meine, Tuberkulose hat ein erhebliches Stigma, aber niemals so wie Lepra. Also trotz alledem müssen wir auch gegen Stigma wirklich arbeiten und das besonders, wenn es sich darum handelt, Kinder von Tuberkulosekranken, von ehemals Tuberkulosekranken Patienten zu verheiraten, ja, dann wird es wirklich schwierig. Oder im Arbeitsmarkt wird es schwierig. Wir sind mit AIDS noch nicht so weit, dass ich sagen könnte, wie viel wir haben. Wir haben es, ist gar keine Frage. Es ist aber noch so eine Tabukrankheit, dass wir keine Statistiken erstellen können.
Es ist immer noch üblich, also man wird AIDS diagnostiziert. Man wechselt den Namen, lässt sich nochmal testen, ist wieder positiv. Wechselt den Namen wiederum, sodass man nicht erkennbar ist. Wir hatten in Azad Kashmir einen einzigen festgestellten HIV-positive Patienten. Da hat das Dorf das Haus angesteckt, damit die ganze Familie ausziehen musste. Also da muss man dann erst mal sehen, wie es wird, wenn es sich entwickelt. Aber das steht zweifellos auf unserer Zukunftsliste. Eingangs sagten Sie, die Lepra haben wir im Griff. Was bedeutet das für die Zukunft, für die Fortsetzung der Arbeit in Pakistan? Also es ist wird uns zunehmend wichtig, tatsächlich zu sehen, dass wir mit Lepra nicht zuzeitig aufhören, denn es wird zurückkommen. Das ist gar keine Frage. Mit der Inkubationszeit von 3 bis 5 zu 40 Jahren kann man sich nicht hinsetzen und sagen, die Sache ist erledigt. Zudem haben wir noch 23.000 Familien, die wir noch nicht endgültig durch diesen Prozess der Rehabilitierung begleitet haben. Ja, wir haben insgesamt 55.000, mit den anderen sind wir durch, aber 23.000 ist auch noch ein langer Weg. Und wie es immer so ist, die Schwierigeren, den widmet man sich dann zuletzt, also das wird ein bisschen länger dauern, die zweiten 23.000. Also da ist noch viel zu tun. Zum anderen, also unser Problem im Moment ist, wir sehen Lepra so selten. Deshalb diese selbstverständliche Fähigkeit, Lepra im Frühstadium zu diagnostizieren, die ist verloren gegangen. Also wir sehen jetzt, dass wir dafür in jedem Distrikt eben Referenzzentren einrichten. Wir haben noch genügend Fälle in Karachi, sodass man also Lepra-Assistenten noch ausbilden kann. Und die werden zunächst wir selber übernehmen, ehe wir die in Regierungsfunktion geben. Damit man mal sieht, was man machen muss, damit in Zukunft Lepra-Patienten sofort diagnostiziert und sofort behandelt werden. Denn wenn das nicht geschieht, dann war die ganze Sache ja mehr oder weniger witzlos. Ja, auch, dass jemand wirklich weiß, wenn jemand krank ist und die Komplikation hat, und wir sehen im Moment mehr Komplikationen, als wir anfänglich sahen, prozentual, dass er dann auch effektiv behandelt wird. Ja, dass wir da also wirklich eine fachlich fähige Gruppe in ganz Pakistan präsent halten. Das ist also, was aus der Vergangenheit auf uns zukam und was wir sehr ernst nehmen. Für die Lepraarbeit werden Sie noch lange benötigt in Pakistan. Gilt das auch für die Betreuung der Tuberkulosekranken? Mit Tuberkulose, also ich bin mir nicht so hundertprozentig klar, ob wir da wirklich benötigt werden. Ich glaube, das wird wirklich, dass wir drin bleiben. Wenn die Regierung hat auch ein nationales Tuberkulosebekämpfungsprogramm aufgebaut, das also Medikamente kann man kostenfrei bekommen. Das ist in Tuberkulose das Wichtigste. Es gibt zwei, also wir sehen im Moment, analysieren es für diese Schwachstellen, wo wir eben einspringen könnten und wo die Regierung nicht arbeitet. Eines ist die Tuberkulose. Tuberkulose kann ja von jedes Organ befallen, außer der Schilddrüse. Wir wissen nicht, warum die nicht. Ja, und das alles, was nicht Lungentuberkulose ist, denn das ist die ansteckende Form, wird von der WHO also nicht eigentlich ernst genommen.
Jetzt ist es ein bisschen besser, aber da haben wir schwer gearbeitet. Und erfordert dann auch eine breitere Behandlung. Ja, als nur Tabletten, wie das bei Lungentuberkulose weitgehend wirklich zur Ausheilung führt. Also diese Extrapulmonare. Ja, wir haben jetzt gerade ein junges Mädchen auf Station. 6 Monate, die ist fast gestorben an einem riesigen Abszess hier. Und dann haben wir sie als Tuberkulose diagnostiziert. Also sie hat sich fantastisch gemacht. Sie hat ihr Gewicht verdoppelt. Ja? Also sie, und auch ihre, also sie hat wieder Spaß am Leben. Ja, sowas wird eben sehr spät doch diagnostiziert. Also in diesen Nischen werden sie doch auch weiterhin gebraucht. Da. Und das andere ist in Gebieten, in die man nicht hinkommt. Wir haben jetzt in Balochistan, in zwei Dörfern Tuberkulose wirklich im Griff gekriegt. Aber die Anlaufzeit, dahin zu gehen, ist 14 Stunden im Jeep. Das ist A, teuer und B, natürlich, da muss man die Leute dazu haben, die sowas machen. Als wir damals mit Ihnen unterwegs waren, da waren Sie schon sehr froh, dass Sie für Ihre Lepra-Assistenten einen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf sicherstellen konnten. Jetzt winkt sogar ein Hochschulabschluss. Wie haben Sie das erreicht? Also eine Sache ist, man muss einfach dranbleiben. Ja, es lassen sich viele Dinge im Ende doch durchdrücken, die anfänglich so aussehen, als ob sie nie was würden. Ja. Das Zweite ist, man muss natürlich auch am Ball bleiben, was wird gebraucht im Lande. Also für Lepra wird man das nie kriegen. Aber wir reden ja so viel über Gesundheit für alle im Jahre 2000. Ja, das ist ja nun schon 7 Jahre vorbei. Die Tatsache ist, dass viele wirklich sich sehr positiv über die Idee äußern, man sollte mehr Präventivmedizin machen, man sollte die Leute in die Entscheidung mit einbeziehen, damit es dann auch wirklich von der Gemeinschaft getragen würde. Aber es ist gleichzeitig eine Tatsache, dass sich dafür keine Leute finden, die das machen. Dazu braucht man nämlich eine unheimliche Geduld. Ja, da muss man also alle 5 Wochen sein Konzept ändern. Auch nicht mal 5 Wochen, also alle 2 Wochen muss man dann sein Konzept ändern, um zu sehen, in welche Richtung sich das nun entwickelt, wo man wirklich weiterarbeiten kann. Das ist, ja, und dann zahlt sich's auch nicht aus. Wenigstens nicht in barer Münze. Also da ist wirklich Personalbedarf. Und wir haben unsere Lepra-Assistenten, bilden wir jetzt als Community Health Worker aus. Basisgesundheitshelfer? Wahrscheinlich. Ja, Basisgesundheitsassistenten. Denn also es ist nicht nur im Gesundheitsdienst wird Helfer ja nur der genannt, der keine Fachausbildung hat. Und da haben wir uns mit einer Universität zusammentun können. Also diesen Kursus erkennen Sie an. Sie haben MEC als Ausbildungsinstitut anerkannt. Also von diesem Jahre an können wir da Hochschulreife bescheinigen. Und dann können die Jungs und gelegentlich Mädchen, diesmal mal 3 Frauen im Programm, in der Ausbildung, können Sie ja dann auch weiter. Das bedeutet auch, dass Sie nicht mehr festgelegt sind auf die Lepra, denn Sie haben nun eine breitere Ausbildung. Ja, das ist es eben. Ja, es ist, führt zu einer wirklichen Krise, wenn man festgelegt ist und ist erfolgreich. Ja, dann kommt plötzlich die Frage, und jetzt was?
Und dann muss man wieder von vorn anfangen und dann muss man sie neu motivieren. Und damit haben wir jetzt wirklich im Gesundheitsdienst, und die sind ja zu 80% regierungsangestellt, haben jetzt wirklich eine Palette von Einsatzmöglichkeiten. Also da sehe ich nicht, dass in den nächsten 3 Generationen die Frage aufkommen wird und was machen wir danach. Ja, wir haben es mit Schwerpunkt Lepra, Tuberkulose und Augen. Und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Obwohl die Regierung da auch ein sehr gut dotiertes Programm aufbaut im Moment. Aber aufgebaut wird es eben auf institutioneller Ebene. Ja, für Krankenhäuser und für Spezialkliniken. Auf Dorfebene wird viel drüber geredet, aber ganz wenig gemacht. Ja, und da sind wir auch drin. Was haben Sie selbst in den nächsten Jahren vor? Was wollen Sie noch bewegen in der Zeit, in der Sie noch überall hinkommen können? Nein, also das kann ich nicht mehr. Nein, also ich gehe nicht mehr im Sommer nach Sindt, und nicht mehr nach Dera Murad Jamali. Denn wenn die Temperatur über 40 steigt, dann kann ich nicht mehr. Ja, ich bin auch nicht mehr auf diesen 8 Stunden langen Fußmärschen. Das wäre unsinnig. Ich würde das Team nur belasten. Aber welche Weichen möchten Sie noch stellen für das Programm? Ja, Sie haben Funktionen weitergegeben, aber Sie steuern ja noch. Denn Ihre Erfahrungen sind natürlich schon der Kern des Ganzen. Sie sind da irgendwie noch die Steuerfrau. Was ist Ihnen wichtig für die nächsten Jahre? Ich meine, ich bin insofern Steuerfrau, als eben mein Team mich bei wichtigen Entscheidungen immer noch fragt. Ja, dann gebe ich meine Meinung, keine Befehle. Aber das käme nicht oft vor, dass sie eben diese Meinung nicht doch wirklich in ihre Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Ja? Dem Programm wünsche, ja, dass sie also gut in diese neue Phase reinkommen. Was ändert sich nun im Management? Einige gehen ja in den Ruhestand. Es müssen nun neue, motivierte Mitarbeiter gefunden werden. Wir müssen Leute aus der Industrie jetzt mit in unsere Verwaltung reinnehmen. Denn die kennen diejenigen in der Industrie, die uns dann wieder die Gelder verschaffen. Ja, und die Leute muss man bezahlen. Also wenn man da in Konkurrenz mit dem Markt tritt, dann ist es sowieso, das könnten wir sowieso nie machen. Aber es gibt immer wieder ältere Leute, das heißt so 50 plus, wo man sich die Sinnfrage stellt, die möchten in ihrem Leben noch gerne irgendetwas für ihr Land tun und auch für ihr heimliches Bankkonto. Ja, also die sind bereit für Gelder bei uns zu arbeiten, die unsere eigenen Leute nie erwartet haben. Ja, aber die eben doch nicht direkt Market Value haben. Ja, und da haben wir jetzt ein ganzes Jahr gesucht, dass wir einen guten Mann kriegen. Ich glaube, wir haben jetzt einen. Aber das ist für ihn so totales Neuland. Ja, dann ist er natürlich auch an der Spitze des Projektes. Ja, jetzt können unser Management, die hängen ja alle von ihm ab. Die können ihm ja auch nicht die Leviten lesen, ja, wenn irgendwas. Oder ihm auch nicht wirklich, ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist, CI, Corporate Identity. Benutzen Sie auch hier? Ja. Ja, also die können dem das auch nicht so erklären. Ja, deshalb war es mir
auch, passte mir auch der Zeitpunkt nicht, jetzt gerade nach Deutschland zu gehen. Aber da ist zweifellos noch etwas, wo ich denen helfen kann, dass sie ohne Schwierigkeiten, ich meine ohne größere Schwierigkeiten, über diese Adoptionsperiode kommen. Ja, wir müssen auch einen neuen Mann in die Finanzen nehmen. Das wird dann noch schwieriger. Ja, weil ich davon gar nichts verstehe. Von Management verstehe ich in der Zwischenzeit ein bisschen etwas, aber ja. Und auch unser Medical Director wird ein neuer sein. Im Juli. Über Jahrzehnte wurde bereits ihre Arbeit aus Deutschland unterstützt, insbesondere übrigens durch die DAHW, die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, mit Sitz in Würzburg. Hinzu kam, dass vor einigen Jahren wir hier in Münster, in meiner Heimatstadt, in einem kleinen gemeinsamen Kreis mit Ihnen die Ruth-V-Stiftung ins Leben gerufen haben und damit eine Fördermöglichkeit geschaffen, die ja von Schwankungen im Spendenaufkommen etwas unabhängiger noch ist. Eine zusätzliche Fördermöglichkeit. Das Kapital steigt und steigt, Jahr für Jahr, dank kleinerer und größerer Zustiftungen. Was bedeutet Ihnen die Ruth-V-Stiftung? Also enorm viel. Ja, das wirklich enorm viel, weil das eben ein Geld, Finanzen sind, auf die wir uns verlassen können. Und es ist mir besonders wichtig, dass wir damit das Gehaltetat abdecken. Ja, denn meine Führungsgruppe sagt berechtigterweise, also wir sehen ein, dass wir für das Fundraising, und es macht uns ja auch Spaß, verantwortlich sind. Ja, aber wir können ja nicht unsere eigenen Salaries. Gehälter reinbringen. Und die sind ja alle verheiratet. Ich meine, die Zeit, dass wir einen hatten, das ist ja sowieso vorbei. Außerdem, das ist auch 80% muslimisch, wie eben im ganzen Lande. Ja, also das muss schon gezahlt werden. Und das lässt sich ja hier auch nicht machen. Aber wirklich, wenn man gute Leute hat, dann läuft eben das Programm. Und das heißt, dass dann wirklich nur die, die der Hilfe bedürfen, auch die Hilfe bekommen. Wenn man keine guten Leute hat. Ja. Ich meine, ich wüsste genügend Leute, die würden das auch gerne freiwillig machen. Aber was dann mit den Kindern? Ja, und wir haben ja kein soziales Netz in Pakistan. Also auf Senioren können wir ja nicht zurückgreifen. Sie sind Ordensfrau und wir haben Sie damals vor 18 Jahren mit der Kamera auch in Ihren Schwesternkonvent begleiten dürfen. Gibt es den noch? Auch den gibt's sehr. Auch das hat sich also entwickelt. Ja, wir haben auch Nachwuchs. Das Problem ist die Führung. Ja. Und das, ich meine, das ist eben das Führungsproblem, ist nicht nur in der Lepra-Arbeit. Und da haben wir ja wirklich viel Zeit und viel Mühe reingesteckt. Ja, das Führungsprinzip ist natürlich noch viel akuter, wenn es sich um Frauen handelt. Ja, da muss man erst zunächst mal wirklich durch das ganze Problem sich durcharbeiten, dass eine Frau genauso wichtig ist wie ein Mann. Ja, und dann sind die ja auch, die sind nie irgendwo in Führungsposition gewesen. Unsere Lepra-Assistenten, aus denen wir unser Mitmanagement kriegen, die haben ja wenig in der Familie was zu sagen gehabt. Ja, als Jungs, als Männer. Ja, aber Frauen, die... Gab es für Sie selbst, für das MRC, für die Teams in der letzten Zeit gefährliche Situationen, Auseinandersetzungen aus weltanschaulichen Gründen? Persönlich haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten. Wirklich auch nie Schwierigkeiten gehabt. Wir haben ganz am Anfang nur über Christentum und Islam diskutiert und das auch auf
Bitten der einer islamischen Gruppe. Aber das hat uns nicht viel weitergeführt. Also ich glaube wirklich, dass eine Entschärfung der Lage nur dadurch möglich ist, dass man eben gemeinsam was tut. Etwas tut, was einem an beiden am Herzen liegt. Ja, und dann ist die Gefahr vorbei. Ja, es ist ganz selbstverständlich, nicht, dass sich das nun organisiert hat. Es ergibt sich einfach so, dass in einer muslimischen Gruppe sind Schiiten und Sunniten gemischt. Ja? Und es gibt auch so ein oder zwei Christen unter denen. Ja, und dann im Administrativen, mit dem sie auch ständig zu tun haben, da haben wir Hindus. Also man arbeitet zusammen. Und dann ist es gar nicht mehr möglich, dass man diese Feindbilder aufnimmt, wenn sie angeboten werden. Ja, sagen ja, das ist doch alles Unsinn, ich kenne die doch. Was ist also Ihrer Erfahrung nach das Richtige? Also wenn man wirklich die Muslime ghettoisiert, das wäre das Idiotischste, was man machen könnte. Man muss zusammenarbeiten, man muss tatsächlich Tuchfühlung haben. Und dann kommen auch so, also bei uns normalerweise im Jeep, ja, das sind so die entspanntesten Momente, man muss so lange warten, hat nichts anderes zu tun. Ja, dann kommen auch Fragen, dann kann man auch wirklich grundsätzlich dem anderen sagen, was man selber glaubt und denkt. Und dann kann man auch miteinander rausfinden, wie viel wir gemeinsam haben. Ja, aber von der anderen Seite es anzupacken, erst rauszufinden, was wir gemeinsam haben und da eine Aktion aufzubauen. Also ich sehe da keine Möglichkeit. Ja, weil man eben offen nur spricht mit jemandem, dem man bereits vertraut. Also das Erste ist immer den anderen annehmen, so wie er ist. Freundschaft mit ihm leben, nicht nur deklarieren. Ja, und dann kann man auch kontroverse Dinge. Nicht, dass man immer zu einer Lösung kommt, aber man kann sich doch weitgehend annähern. Weitgehend annähern. Frau V., wie haben sich Ihre eigene Vorstellung, Ihre gelebte Form von Ordensleben in der letzten Zeit verändert? Wie fühlen Sie sich heute im Orden? Das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Situation. Wenn Sie mich fragen, wie ich mit den jungen Ordensschwestern lebe, es geht sehr gut. Ja? Ich meine, ich bin von dem... Ich habe mein ganzes Leben eben doch mit dieser Altersgruppe zu tun gehabt. Ich habe nicht eigentlich Erfahrungen mit Frauen, aber ich habe eine Menge Erfahrungen mit pakistanischen jungen Leuten. Ja, also das macht mir auch viel Freude, also persönlich. Und soweit sie im Projekt arbeiten, geht es noch mal besser. Ja, weil wir da was Gemeinsames zu tun haben. In der Struktur, da habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ich habe natürlich auch meine Ausreden, weil warum es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also die Struktur wirklich ist, da hat sich nichts getan. Ja, und wir haben alle wirklich große Sorge, wie sich dieses, was sich doch eigentlich recht vielversprechend angelassen hat, wie wir das über die Runden bringen. Hier in Europa haben Sie wahrscheinlich viel weniger Nachwuchs. Ja, nee, hier haben wir ja sowieso keinen Nachwuchs. Ja, aber das hängt eben auch so tief mit der Situation der Kirche in Pakistan zusammen. Das ist eine junge Kirche. Mit der Qualität unserer. Das ist auch nicht fair, wenn ich sage mit der Qualität.
aber mit der Weise, wie eben die Priester ihr Kirchensein leben. Und dieses fast unüberwindliche Problem mit den Familien. Ja, also es ist eben immer noch ein sozialer Aufstieg für die meisten. Und da muss natürlich die Familie auch profitieren. Und wie man in diesem Konfliktkreis, wie man da wirklich... Sie halten es für notwendig, gemachte Erfahrungen einzubringen. Es ist Unrecht, denen unsere Erfahrung vorzuenthalten. Also wir sehen das ja sogar mit den Engländern. Also da kann man drüber reden, wie man will. Kann man meinen, was man möchte, und es war bestimmt nicht richtig, was die Engländer in ihren Entwicklungsländern gemacht haben. Aber unterm Strich finden sich die Entwicklungsländer, die mal Kolonialgebiet gewesen ist, besser zurecht. Also in Afghanistan ist keine Infrastruktur. In Pakistan ist wenigstens die englische Infrastruktur, ja. Die können sie nur ändern, die können sie abschaffen teilweise. Aber die hatten wenigstens irgendwo ein Sprungbrett. Also es gab wenigstens Schulen, es gab Eisenbahn, es gab etwas, was man eben von außen eingeführt hat. Urdu ist eine herrliche Sprache, die uns also jedes Mal ein englisches Vokabel anbietet, die schon längst im Urdu eingeurdut ist. Ja? Und das kommt natürlich von den Engländern. Ja? Es ist irgendwie etwas, die Länder haben nicht mehr genügend Zeit, sich selber so langsam zu entwickeln, um es selber zu finden. Ich meine, die Schweiz hatte 800 Jahre Zeit, um ein Land zu werden. Kein Mensch gibt Pakistan das Recht jetzt. 800 Jahre, also 50 sind vorbei, 750 Jahre jetzt noch alleine unbeobachtet zu sehen, dass die auf normale Weise ein Land werden. Ja, die sind immer noch ein Stammesgebiet. Und genauso ist das auch mit Ordensgemeinschaften. Ja, die haben die Zeit nicht mehr. Und von daher ist es gut, wenn wir wenigstens unsere Erfahrungen einfließen lassen. Frau Pfau, vor einigen Tagen sind Sie in Karatschi ins Flugzeug eingestiegen und sind nun hier bei uns. Was geht Ihnen noch nach? Wer geht Ihnen noch mit? Wem gilt im Moment Ihre Sorge dort? Also grundsätzlich nehme ich nichts mit. Also das ist was ich wirklich, das ist kontraproduktiv. Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich eben in Sindh gearbeitet habe, das ist eine Provinz, da habe ich die anderen vier Provinzen total vergessen. Also wenn ich die Dinge mitschleppen würde, dazu ist mein Leben viel zu vielfacettet. Ja, ich kann mich immer nur wirklich auf den Augenblick konzentrieren. Wenn die was brauchen drüben, das ist jetzt mit dem E-Mail natürlich ideal. Ich sehe immer zu, dass selbst wenn ich keine Mobiltelefonverbindung habe, ja, aber ich sehe immer zu, dass mich jemand über E-Mail erreichen kann. Und das können wir in einem Tag hin und her. Was mich im Moment beschäftigt, ist, da ich ja in Deutschland bin, ist meine zukünftige Rolle in Deutschland, muss ich noch zurückkommen. Ich bin nicht scharf auf diese Wechselbäder. Wir hätten Sie aber gern noch einmal hier. Aber die Aufmerksamkeit, die ich hier kriege, und wenn ich denke, die Aufmerksamkeit, die ich einem meiner Patienten geben kann, also da kann man sich existenziell nicht reingeben. Die Frage, welche Empathie kann man sich leisten, die muss man sich ja irgendwann mal im Leben beantworten, wenn man sich für so eine Brückenfunktion wie im Moment entschieden hat. Ja, sonst wäre ich auch gar nicht frei, wirklich auf das Leid, das ich hier ja auch treffe, für das offen zu sein, ja.
Das sieht sich von hier so anders an, aber ich habe ja immer gesagt, ich habe meine Kerze an beiden Seiten angezündet. Ich habe nichts dagegen, dass es flackert. Ja, das war ja mitgekauft, das war ja eine freiwillige Entscheidung. Ich hatte ja niemanden dazu gezwungen. Ich wollte es ja so. Also das ist was, im Moment fühle ich mich wohl, das was weitgehend mit dem Klima zu tun hat. Ja, und auch natürlich mit meinen Freunden, keine Frage. Schön, Sie haben mir und uns allen damit sehr persönliche Einblicke in Ihre gemachten Erfahrungen und daraus gewonnenen Überzeugungen geschenkt. Herzlichen Dank.